Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlichst geherzt hier im 17. Teil meines UFC1 Let's Play. So, für die Xbox 1, also so spiele ich zumindest, ich habe ja nämlich die X und deswegen habe ich es auch gesagt. wir machen weiter. Ich habe letztens geklöppelt hier, wie man unten sehen, Moment, hier sehen kann, genau, gegen Yamashita. Den habe ich niedergeklöppelt, deswegen ist jetzt grau. Ja, ziemlich grau, der Arme. Und ja, meine Erfahrungspunkte, die steigern und steigern sich super. Ja, jetzt muss ich zurück zum Gym, ne, zum Gymmi. Und dann gucken wir mal weiter, wie es jetzt hier läuft, Leute. Ich sag's euch. Zum Glück, es wird richtig gut, Leute. Ja. Aber mal sehen, wie jetzt die weiteren Kämpfe laufen werden. Jetzt momentan bin ich echt so ziemlich warm geworden. Habt ihr so in sowas ähnliches wie eine Art Technik? Und ja, gucken wir mal. So. Okay. Ja, danke schön. Ja, ja. Jetzt sind immer die Leute im Hintergrund, ne, die dann immer von einem was wollen. Da muss man aufpassen. Hm. So. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Ah, das. Okay. Ach, das ist mein neuer Gegner, der Takehiko Onishi. Jetzt haben wir es. Okay. Steel Judo Fighter. Okay. Dann nehme ich an. Ist mir egal. Mag ich. Uhuhu. So. Jetzt sollte ich mir schon mal tun. Ich glaube, jetzt muss ich erstmal so wieder ein bisschen ins Gym, ne? Ins Gymmi. Ja. So. Arbeite an deinen Bodentechniken. Ja, gut, machen wir. Wenn es sein muss, ne? Moment, stoße die Befreiungsstore um. Erreicht dein Gegner den nächsten Submissionsschritt, werden deine Befreiungsschritte zurückgesetzt. Ja. Okay, naja. SJ jetzt, ne? Das checke ich jetzt so nicht ganz, aber okay. Gut, oder? Ja, schön. Jetzt freut mich weiter. So, der nächste. Arbeite an deinen Angriffen im Clinch. Okay, gut. Ah, mache ich Clinch-Kombo. So, X, L, T, Y. Okay. X, L, T, Y. L, T, Atze. Wow. Bipse. Okay. L, T, Atze. Bam. Bipse, LT Bipse, wow. Nochmal Bipse, LT Bipse, schön, LT Bipse, LT X, LT Atze, wow, LT Bipse, LT X, LT Atze, super. Nein, jetzt habe ich einen falsch. Jawohl. LT Bipse, jawohl, so, Atze. LT, AC, LT, Y. Jawohl. Dachte? Ja, ich habe trotzdem schwarzen Gürtel gekriegt. Super. Obwohl ich einen Fehler reingebracht habe, aber anscheinend wurde mir das verziehen. Super. Okay, nochmal Sandsack pratzen, wie man dazu sagt. Ne? Okay. Etwas langsamer, dafür aber auch wirkungsvoller. Drücke X oder Y, während du L nach vorne hältst. Ah, das kenne ich ja schon. Okay, super. Also, jawohl. Oh, Y. Jawohl. X, A, Y. Jawohl. Weiter. X, Y. Jawohl. A, X, A, Y. X, Y. Zurück, X, jawohl. Vorwärts, X, vorwärts, Y, rückwärts, X. Aha, komm. Rückwärts, X, rückwärts, Y, vorwärts, X. Okay, super. So, rückwärts X, rückwärts Y, vorwärts X. Gut. Rückwärts Y, vorwärts X, rückwärts Y. Gut. Rückwärts Y, vorwärts X, rückwärts Y. Okay, super. Was sagt er? Hey, schwarzer Gürtel, super. Okay, Leute, dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Wir müssen jetzt eigentlich schon in die nächste Gesichtsschlägerei, würde ich mal sagen. Aber erstmal haben wir hier die sogenannten Entwicklungspunkte, die ich jetzt in meinen Fähigkeiten irgendwie einsetzen kann. So, was wollen wir jetzt hier so ein bisschen verbessern? Blocken.
Wäre nicht schlecht, da machen wir auch ein bisschen was. Kick, Geschwindigkeit ist halt wichtig, ne? Damit ich den Gegner ziemlich schön antäusche. So, haben wir linkes Beinstärke, rechtes Beinstärke, Punch, Geschwindigkeit, linke Handstärke, rechte Handstärke. So, das glaube ich ist so das Wichtigste mitunter, ne? Dass halt man gut Wumms in den Armen hat, ne? Und in den Beinen ist. Kickgeschwindigkeit. Ich mache viel mit Beinchen, mit meinen schönen Leberwurstbeinchen. Und deswegen machen wir. So, das brauchen wir nur. Linke Handstärke, rechte Handstärke. Okay, das passt. Wunderbar. Lassen wir, ja. Speichern. Ja, bitte, unbedingt. Und Leute, gleich geht's weiter. Ah. Auf geht's in die nächste Gesichtsschlägerei. Und? So. Na? Nicht so regelmäßig aufgemischt. Die Hallen sind eine hervorragende Möglichkeit, verschiedene Bereiche des Spiels kennenzulernen. Und definitiv einen Blick wert. Du findest sie im Spielen-Menü. Okay. Sei Wasser, mein Freund. Oh ne, ich bin lieber, keine Ahnung. Käseburger. Lecker. Apropos Käseburger, zum Mittag gab es ja, oh, lecker Käse-Chili-Burger. Mal das gut. Ein schöne Pommes dazu. Oh, fein, fein, fein. Und dann Chili-Käsebällchen. Oh, war sehr, sehr gut, ne? Ja, los geht's, Leute. Alles klar, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß in der aktuellen Gesichtsschlägerei und bitte drückt Dave die Daumen, dass er das mit seinem Leberwurstbeinchen, mit seiner Plauze gut durchkriegt, ne? Aber der kommt mir so bekannt vor, der Gegner. Ja, schön, genau, zu Bruchtatit. Schau mal, schön. Genau. Ja, genau, komm. Genau, siehst du? Ach bitte, kannst du mal schnell ins Gesicht steigen? Jawohl! Oh, das war's schon! Oh Mann! Ich habe jetzt gedacht, oh, das wird voll ewig der schwierige Fight und hast du nicht gesehen und tust der Ditte und Dotte und der will nicht umkippen. Aber der hat sich ja freiwillig hingelegt, der Arme. Innerhalb der letzten 20 Sekunden, aber was war denn jetzt das? Dave, du alte Leberwurst. Ah, er ist halt die Killer-Pizza-Plauze, ne? Hat halt eben die sogenannten Pizza-Plauzen-Power. Schaut ihn euch an, yeah! Ja, super, Leute, Dave hat gewonnen, yeah! Schön, schön, schön. Ja, dann sind wir eigentlich, opala, sind wir eigentlich auch schon durch. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so schnell und so schön geht, ne? Ja. Da, jetzt noch ein Selfie oder wie sagt man dazu, ne? Ein Porträt. Genau, ein Porträt. Dann sind wir, wie gesagt, durch. Okay, Leute, super, wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren. Glöckle drücken, bitte nicht vergessen, wenn ihr immer schon benachrichtigt, sobald ich wieder so etwas hochgeladen habe, ja? Okay, super. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald wieder. In der Zeit, tut mir einen Gefallen, bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt auch bitte nach dem Essen Ohren waschen nicht vergessen, ja? Gut, danke, bis bald. Tschüss, Papa.